Lukas Pfeiffer, 2:0 gewonnen in Heide, klassischer Arbeitssieg, aber trotzdem hochverdient, oder? Das sehe ich auch so. Wir sind das Spiel mit dem nötigen Ernst angegangen. Ich glaube, dem einen oder anderen hat man noch die Belastung von Mittwoch angemerkt, einfach, dass die Pause sehr, sehr kurz war. Und trotzdem gehen wir jetzt mit einem positiven Gefühl in Richtung Freitag, um da ein richtig geiles Derby zu Hause zu bestreiten. Waren schon mehr Tore möglich hier. Andererseits, wenn man die Chancenauswertung kritisiert, kann man auf der positiven Seite auch sagen, endlich mal ein paar gute Standards, ein Tor nach dem Standard, Aluminiumtreffer nach dem Standard. Da war auch ein bisschen was Positives bei. Ja, absolut. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir wirklich nicht nur zwei Alu-Treffer, sondern sind auch bei den offensiven Standards häufig am Ball gewesen. Das freut mich sehr. Darauf können wir wirklich gut aufbauen jetzt. Haben wir ja auch ein Tor gemacht an dem Standard. Auch der andere Punkt ist völlig richtig, dass wir da in der zweiten Halbzeit früher den Deckel drauf machen können. Haben auch eine klare Torchance dafür. Ja, und dann ist einfach, wie gesagt, früher der Deckel drauf. Aber auch so, wir gewinnen hier 2:0 und gehen jetzt, wie gesagt, mit einem positiven Gefühl in die neue Woche. Die Tage zwischen dem Spiel gegen den HSV und heute hier war kurz. Jetzt kriegen die Spieler ein bisschen Gelegenheit, die Füße hochzulegen. Genau, wir geben den Jungs 2 Tage frei, um nochmal den Kopf ein bisschen frei zu machen, um die Beine hochzulegen. Der eine oder andere muss, wie gesagt, sehr viel Zeit jetzt investieren für Regeneration. Und wir wollen einfach die Woche mit 100% angehen, damit wir Freitag alle topfit sind. Ja, du sprichst schon an, Freitag wird ein besonderes Spiel. Die Vorfreude darauf war sicherlich eben schon in der Fankurve mit den ersten Gesängen Richtung Lokalrivalen zu spüren, aber auch in der Mannschaft schon zu spüren, oder? Beiden Seiten. Das ist einfach, ich glaube, das ist sehr toll, was sich da jetzt entwickelt, was da auf uns zukommt. Wir freuen uns alle riesig drauf. Ich habe das eingefordert, dass wir heute noch hier bei dem Spiel bleiben mit den Gedanken. Aber ab jetzt richtet sich der Fokus auf Freitag und ja, man merkt auch bei den Fans die Vorfreude. Wie gesagt, das wird ein tolles Event am Freitag mit hoffentlich einem positiven Ausgang für uns. Und es werden sicherlich auch, ich sag mal, 4.000 bis 5.000 Zuschauer mindestens im Stadion sein. Das ist auch etwas, was zu dem Erlebnis noch beitragen wird, oder? Absolut. Die letzten Heimspiele waren schon toll von der Atmosphäre für die Jungs. Also ich glaube, wir haben da am Freitag absolute Gänsehaut-Atmosphäre. Und ja, wir freuen uns alle riesig drauf und wollen dann unseren Teil zu dem Event beitragen. Lukas, dann erstmal gute Erholung und gute Heimfahrt und dann auf viel Erfolg am Freitag. Jan Lippegaus, erstes Regionalliga-Tor. Besonderer Tag für dich heute, oder? Ja, ganz besonderer Tag. Jetzt mein erstes Regionalliga-Tor. War sicherlich nicht einfach heute. Das 2:0 habe ich ja erzielt. Das war sehr wichtig dann in der zweiten Halbzeit, dass wir ja quasi den Deckel drauf gemacht haben. Natürlich freue ich mich persönlich sehr, aber ich freue mich vor allem für die Mannschaft, dass wir jetzt vor dem wichtigen Spiel am Freitag nochmal schön Selbstbewusstsein holen konnten. 3 Punkte nehmen wir mit nach Hause nach Lübeck. Die Art und Weise war heute grundsätzlich relativ egal, aber ihr habt es gut angenommen, weil ihr den Kampf vor allen Dingen angenommen habt. Das war das Wichtigste, oder? Ja, das war sicherlich das Wichtigste. Wir wussten, was auf uns zukommt. Heide, eine sehr kämpferisch gute Truppe, vor allem hier zu Hause bei denen. Platz war sehr tief, sehr schwer bespielbar, aber wir haben es angenommen. Haben versucht, das Beste daraus zu machen, sind sofort ab Minute 1 in den Kampf reingekommen. 1:0 durch ein Standardtor. Ich glaube, das zeigt auch, dass wir es wollten und mit Überzeugung da reingeflogen sind. Hat gepasst. Dein Tor war einerseits gar nicht so schlecht rausgespielt, andererseits dann aber am Ende auch eine Menge Glück dabei, oder? Beschreib mal aus deiner Sicht. Muss man auch sagen, dass da ein bisschen Glück dabei war. Samu geht schön nach innen, spielt einen super Diagonalball, weiß nicht, 60 Meter über den ganzen Platz. Ich habe den Lauf in die Tiefe gemacht und dann hatte ich natürlich ein bisschen Glück, dass der Torwart von denen, ja, ich sag mal, zurückzieht ein bisschen und ich damit mit ein bisschen Glück allein vom Tor stand und dann mache ich natürlich auch rein. Und jetzt kommt nächste Woche das Spiel der Spiele, das erste Stadtderby seit 32 Jahren. Mit welchen Gefühlen blickt ihr da schon voraus? Das Spiel der Spiele bei uns zu Hause auf der Lohmühle. Ich freue mich persönlich sehr. Ich glaube, die ganze Mannschaft freut sich. Wir haben richtig Bock und die Fans haben auch Bock, haben sie uns direkt auch mitgeteilt. Das wird ein sehr, sehr wichtiges Spiel und Fans alle da. Wir freuen uns mega auf Freitag. Dann erstmal gute Heimfahrt, gute Erholung und dann Danke. Bis zum Freitag. Danke, bis Freitag. Ja, Rocco Leser, 2:0 in Heide, der erhoffte und erwartete Arbeitssieg. Wie zufrieden bist du? Ja, auf jeden Fall über das Ergebnis schon mal zufrieden. Man muss natürlich so sehen, wir sind das Spiel eingegangen mit doch Jungs, wo du wirklich gesehen hast, dass die Spritzigkeit fehlte. Die Jungs waren noch müde, hatten das Spiel gegen HSV noch in die Beine. Ich muss letztendlich sagen, dass sie das wirklich professionell ausgespielt haben. Wir haben
erste Halbzeit und zweite Halbzeit hat der Gegner eine echte Möglichkeit gehabt. Und weiter haben wir eigentlich das Spiel dominiert. Muss sagen, kommt natürlich sehr glücklich aufs 2-0. Aber danach erarbeiten wir uns mehrere Möglichkeiten, um noch das 3-0 zu machen. Völlig berechtigter Sieg in einem Spiel, wo wir absolut das Potenzial noch nicht abgerufen haben, was wir haben. Nochmals, das hat doch auch damit zu tun, einfach viele Verletzte, Jungs sind müde, kriegen jetzt zwei Tage frei. Und ich bin mir sicher, dass wir dann eine andere Mannschaft auch nochmal auf Platz sehen am Freitag. Du sprichst es schon an, der Freitag wird ein besonderes Spiel, das erste Lokalderby seit 32 Jahren. Ja. Mit welchen Gefühlen blickst du da voraus? Was erwartet uns da? Ja, na, erstmal, dass natürlich, ich gehe mal davon aus, dass da viele Zuschauer im Stadion sind. Das ist natürlich für unsere Jungs super. Ich glaube, wir werden einen Gegner haben, die in aller Haarwurzeln motiviert sein werden. Das wird ein Spiel, was nichts mit der Tabelle zu tun hat, nichts mit Etat zu tun hat. Das hat alles damit zu tun, dass das zwei Spiele sind dieses Jahr, die auf sich stehen. Zweikampf betont sein werden. Aber ich glaube, für jeden Supporter super, um bei diesen zwei Spielen da zu sein. Und wir hoffen natürlich, da drei Punkte zu holen zu Hause. Aber wir wissen auch, dass es ein absoluter Kampf wird am Freitag. Wunderbar, dann freuen wir uns drauf. Danke, Rocco. Bitte.